Huch. Die reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Hallo, Mama. Mir ist beim Basteln was Lustiges aufgefallen. Und ja, da wollte ich euch einfach mal um euren Rat fragen. Und zwar, wie ihr seht, zwei Kondensatoren, zwei antiparallel verschaltete Dioden und eine normale Diode. Wenn ich jetzt diesen Kondi lade, rotes Plus, und mir dann ein Kabel besorge, dann leuchten kurz die LEDs. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gesehen habt. Ich mache mal das Licht aus. Und wir machen es nochmal. Also sonst geht es nur einmal. Ich glaube, das liegt jetzt am Labornetz da. Warte mal, dann machen wir das schnell so, dass ich das Labornetz da abmachen kann. Oh. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wir machen es nochmal. So muss ich leider mal probieren. Ging das jetzt, kann ich das ohne Labornetz da auch machen? Und wenn ich Labornetz habe, es gesehen, manchmal, wenn ich den Kondi dann lade, geht es so. Also. Okay, jetzt brauche ich zu langsam. Muss ziemlich schnell sein. Na moin. Hä? Wie seid ihr jetzt gelöst? Egal. Ab. Na, jetzt geht's wieder nicht. Ich muss halt echt übel schnell sein. Ich bin übelst langsam. Eieiei. Nee, kann ich euch jetzt mit der Schaltung jetzt so nicht zeigen, aber dafür habe ich eine ähnliche Schaltung. So, sind halt auch wieder zwei Kondis, diesmal nur eine LED und eine Diode. Ich mache nochmal aus und dann mache ich hier mit dem Kabel Kurzschluss. Ich hoffe mal, hier sieht man es ein bisschen besser. Ja, moin. Oh. Der berühmte Vorführeffekt, ich hoffe, ihr seht's. Ja, einfach nur den Kondi kurz schließen, sag ich mal. Wir machen es jetzt so, dass ihr das mal ein bisschen besser seht. Lade ich den Kondi jetzt ein bisschen mehr. Dazu müssen wir mal ganz kurz hier ran. So, jetzt kurz Schluss machen. Hey, Mann. Jetzt kann man nur laden. Jetzt mal die Schaltung. Ja, Leute. So, dann jetzt kurz Schluss machen. Geht's wieder nicht.
So, jetzt noch mal ohne irgendwas, einfach nur mit der Eingangsspannung. Und wenn ich schnell bin, ich sehe leider nicht. Okay, also was können wir gleich mal festhalten, wenn man das so mit dem direkten Kabel macht, irgendwie geht das dann beschissener. Ich mache das jetzt zwar mit einer Krokoklemme, also ein bisschen Widerstand. Das ist so schwer zu zeigen, Mensch, das kann doch nicht sein, Junge. So, nach Ewigkeiten rummehren habe ich es jetzt so hingekriegt, dass ich es euch zeigen kann. Ich hoffe mal, das klappt jetzt. Wenn es jetzt wieder nicht klappt, wenn die Kamera an ist. Also, wir laden den Kondi. Ich tue mal die LED noch ein bisschen in die Richtung biegen und mache hier Schatten. Ach Quatsch. Zack, zack. Schau mal, man sieht es jetzt. Also Strom drauf, kurz schließen. Strom, kurz. Strom, kurz. Strom, kurz. Ihr seht, es geht und nicht immer, wenn ich schneller bin, wird es dann nur heller. Na? Ja, das war es im Grunde genommen schon. Ich mache euch nochmal das Licht an. Wie gesagt, die Schaltung hier ist nur, um ein bisschen mehr Spannung in den Kondi reinzukriegen. Ich habe es mit dem Labornetzteil. Wir können es jetzt noch mal probieren mit dem Labornetzteil. Ich weiß nicht warum, es ging vor uns, wo ich es offline getestet habe, ging es wesentlich besser. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal mit Maximum, was mein Labornetzteil kann, 30 Volt oder 33 Volt. Also wir machen das Licht noch mal aus. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt so hin. Doch. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, ob es auf Video ist. Ja, doch, ist drauf. Jetzt habe ich so gesehen. Okay. Also funktioniert auch mit Labornetzteil. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte. Genau, wir machen jetzt noch eins, das habe ich jetzt vergessen. Dass ihr seht, dass es nicht am Labornetzteil liegt. Das heißt, wir laden kurz. Klemmen alles ab. Ja. Hier habe ich nämlich jetzt genug Zeit, euch das auch in Ruhe zu zeigen. Ich klemme nochmal an. Also der Impuls ist jetzt nur, um den Kondensator zu laden. Zack. Na, habt ihr es hoffentlich. Ich kontrolliere selber nochmal. Ich muss ein bisschen schneller sein, dann ist es einfacher. Ja. Genau, und jetzt wollte ich euch zeigen, wir lassen jetzt laden den kurz auf, den Kondi. Zack, machen alles ab. Ich denke, das hat gereicht, oder? Bisschen Kondi laden, zack, ab. Ja, ich hoffe, es war jetzt drauf. Ja, ist drauf. Ah, ich hab's. Okay, wie gesagt, im Grunde genommen ist es wie gesagt nur die Schaltung hier. Hier ist jetzt nur was zum dass ich mehr Spannung auf den Kondi kriege. Wir probieren es jetzt nochmal ohne Licht mit der Schaltung. Weil das geht auch. Ich wollte euch jetzt halt einfach nur zeigen, dass es auch ohne Labornetzteil geht.
Bei der Schaltung geht es aber nicht ohne Labornetzteil. Ich frage mich nicht warum. Ne? Also ich lade jetzt einfach den Conti hier plus unten, minus oben. Wie in der Zeichnung. Huch, die habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Und dann machen wir hier das, das ist der Kurzschluss. Ne? Das gestrichelte. Na gut, dann muss ich aber das Licht definitiv ausmachen und ich muss sehr, sehr schnell sein. Damit kriegst du es jetzt nicht hin. Aber das ging doch vorhin. Ach, das ist übelst. Das ging wirklich die ganze Zeit, ne? Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Muss ich andersrum anklemmen. Nein. Irgendwie geht's so nicht. Ich verstehe das nicht. Ich krieg's nicht hin, Leute, keine Ahnung warum. Es geht irgendwie nicht mit jeder Schaltung. Ich verstehe es nicht. Die ganze Zeit ging das. Und jetzt. So wie es aussieht, zerknallt man sich da die LEDs dabei. Ich habe jetzt mal zwei neue rein gemacht, wir probieren sie mal. Ja. Immer wenn ich es teste, geht's. Wenn ich es euch ein bisschen zeigen will, geht's nicht. Keine Ahnung, gibt's doch nicht. So, letzter Versuch jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Den Rest müsst ihr selber machen. Wenn es jetzt nicht geht, ist mir wurscht. So ein Müll. Jedes Mal geht's. Wenn ich Video nicht anhabe, sobald ich das Drecksvideo anmache, geht das nicht mehr. Was denn jetzt? Oh, Moment. Mein Labornetz hat ein bisschen hochfrequenten Anteil drin. Ist die Lötstelle abgegangen. So, keine Ahnung, ob es funktioniert. Das ist untergelöst. Achso, da bin ich ran. Ja, moin. Jetzt sehe ich das die ganze Zeit. Was? Okay, jetzt ist alles. Jetzt leuchtet die. Ja, moin.
Keine Ahnung. Probieren wir es mal. Ich mache mal ein bisschen Schatten. Zack. Doch, jetzt geht's. Also Strom ran. Jetzt leuchtet das kurz wegen. Warte mal, jetzt kann ich aber glaube ich abmachen. Ja, guck. Das hat nicht mit dem Labornetzteil zu tun. Das hat zwar auch Frequenz, deswegen leuchtet die jetzt. Aber wenn ich abmache. Ach so, weil es ja Antipa. Hä, wie kann die jetzt leuchten? Leuchtet immer noch. Das Labornetzteil ist aber ab. Wenn ich das reingreife? Ja, moin, ich kann so heller machen. Hey, ich kann das gar nicht machen. Hey, was ist das? Habe ich ja gar nicht selber noch gar nicht festgestellt. Das ist ja interessant. Also eben mal ran. Hm. Das lassen wir mal so stehen. Aha. Also erstmal, dass die durch den Kurzschluss leuchten, ist ja schon komisch. Aber das jetzt? Huh. Ja, in diesem Sinne zeige ich euch nochmal den Schaltplan. Das ist natürlich alles gefaked, gestellt und bla bla, nee, Spaß. Das ist nicht einfach nur der Scheiß hier mehr, ne? Ne, und scheinbar nach dem Laden mit der richtigen LED. Das ist ja interessant, ohne Vorwiderstand, ohne... Hä? Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt genug lang mir... Also da, ich wollte euch eigentlich nur den Kurzschluss zeigen, dass dann eben beide LEDs leuchten. Und ja, jetzt leuchtet immer noch. Und mal gucken, ob wir noch heller machen können. Oh Mann. Was? Wie fließt denn da jetzt der Strom? Irgendwie über die... Hä? Gibt's auch gar nicht. Naja, keine Ahnung. Ohne lustiger Effekt, ne? In diesem Sinne, lasst kranken. Tschüssi.